Hallo Leute, willkommen zu einer neuen Pokémon Shadow Part. Wir spielen dieses Mal im Nevius Tier. Und unser Team besteht aus Rizros, Trapple oder Appletune besser gesagt. Dann noch Mantax, Hitmonchan, Haunt und Pestiacke. Wir spielen hier ein offensives Rizros mit den Tarnsternen. Dazu kann es noch Erdbeben, Stonehenge und Schwertanz. Es trägt einen Neboliten für den maximalen Bulk. Dann spielen wir ein physisch defensives Appletune mit Recover, Leech Seed, Apple Acid und Draco Meteor. Man könnte statt Draco Meteor Drachenpuls spielen oder Giga Drain zum Beispiel. Aber ich will mit Appletune auch Schaden machen. Das hat ja auch einen hohen Spezialangriff, wie man hier sieht. Physisch defensives Appletune ist richtig gut, da die meisten Typen es neutral treffen, wie Stahl, Gestein, Boden sogar neutral, also und Kampf zum Beispiel trifft es auch neutral. Also wie gesagt, Appletune ist richtig geil. Dann spielen wir physisch defensives Mantax. Es kann Roost Scald, Hails, Tailwind. Tailwind ist das da, um Pokémon wie Rizros, Perserk und Hitmonchan zu supporten, dass die Pokémon schneller sind und den Gegner besiegen können. Dann spielen wir ein AV Hitmonchan. Wir brauchen ein Pokémon, was die Hesse entfernen kann. Dafür habe ich mich dann mit der Nocturne entschieden. Es kann Terrain Punch, Mach Punch, Ice Punch und Rapid Spin. Etwas Speed, das wir Pokémon Base Speed 80 outspeeden. Den Rest in KP. Dann ein Choice Scarf Haunter. Ich wollte Alpollo spielen, ich hatte einfach Bock auf dieses Mon. Es kann Sludge Wave, Donnerblitz, Shadow Ball, Dazzling Gleam. Und dann spielen wir ein Choice Band Perserker. Okay, lieber nicht mit Schwertanz. Wenn wir jetzt Choice Band spielen, welche Attacke geben wir ihm nochmal? Play Rough. Wir geben ihm jetzt einfach mal Play Rough. Es kann Knuddler, Eisenschädel, Throat Drop und Nahkampf. Mantax kann den Rückenwind rausbringen. Dann haben wir für 4 Runden doppelten Speed und dann können Hitmonchan, Perserk und Raiden sehr guten Schaden machen. Dies ist unser Team und ich werde gleich den ersten Gegner suchen. So, unser erster Gegner hat Appletune, Arkansas, Corphagris, Hitmontot, Slurpuff und ein Ferroseed. Interessant, dass wir Ferroseed sehen. Okay. Wenn wir jetzt einfach mal mit Raiden liegen, wäre das ein Problem. Holy shit, Arctozolt ist gegen unser Team eigentlich ein Problem. Wie schnell ist Arctozolt? Das ist die Frage nochmal. Hat es nicht Base Speed 50 gehabt? Arctozolt? Ja, 55, das ist Damage. Aber es hat eine Bolt Peak, also Raiden können wir mal rein switchen. Auch wenn es mit Ice Aggressions sehr effektiv trifft. Oder wir gehen sogar in Appletune, denn wir haben auch Thick Fat. Das würden wir vielleicht in einer Attacke so überleben. Gubbelin mit Haunter, Choice Scarf, Haunter gegen ein Corphagris. Wir gehen dann gleich auf Spukball. Ach, Trick könnte man ja auch spielen, oder? Kann dieses Mal nicht Trick? Okay, wir spielen Trick statt Deathwing Gleam. Ich denke, das ist hier besser. So, Spukball, denn sonst könnten wir erst das Corphagris verkrüppeln. Hex tanken wir knapp. Er hat kein Normal-Pokémon, also reicht Spukball aus. Er geht in Ferroseed, okay. Wir machen gut Schaden. Gut. Wir gehen jetzt in Hitmonchan. Ja, er Leech-Seedet, okay. Die Frage ist, gehen wir auf Terrain Punch? Wir gehen einfach mal auf Terrain Punch. Oder predicten wir Switch oder den Corphagris? Ehrlich gesagt, wir werden jetzt einfach in Perserker gehen. Denn wir sind hier einfach in Hitmonchan gegangen, um die Hazards zu entfernen. Aber die Leech Seeds nerven mich extrem. Und Ferroseed soll nicht so viel Recovery bekommen. Und Hitmonchan kann auch spezielle Hits tanken. Von dem gegnerischen Appletune. Oder wenn da auch ein Slurpuff spielt, was nicht Belly Drum kann. So, Close Combat und weg mit dir, Ferroseed. Sehr schön. Wir bekommen jetzt Chip durch Iron Barbs, aber ja. Jetzt kann er seinen echten Tolle reinholen. Wenn er jetzt den Kalk anschmeißt, dann erfährt er sofort, dass wir ein Waldband tragen und auf Nahkampf gelockt sind.
Aber Leute, seht euch Alpollon. Ich finde dieses Mal richtig gut gegen ihn. Jetzt könnten eigentlich immer Sludge Wave spammen. So. Will-O-Wisp will ich nicht riskieren, deshalb gehen wir einfach mal in unser Apple-Dune. Er geht sogar auf diese Tage. So. Gehen wir auf Apple-Lacet. Wir gehen auf Apple-Lacet. Vielleicht geht jetzt ein Slurpuff raus. Und nein, wir gehen gleich auf Draco. Wenn ein Slurpuff geht, gehen wir einfach in Mantax. Und Carfagros ist fast down. Will-O-Wisp, okay, jetzt gehen wir auf Apple-Lacet. Und können Carfagros besiegen, sehr schön. Die Toxic Spikes nerven. Ja, der kann Haunter sie jetzt nicht entfernen. Da es Levitate hat. Beziehungsweise Aussagen. So arg du sollst. Ehrlich gesagt, brauchen wir dieses Mal noch Frage. Ja, wir haben Mantax für Capoeira. Wir haben Roost, Skull, passt auch. Slurpuff. Es ist Fairy, also ist nicht so nice. Wir gehen einfach auf Leech Seed, er geht auf Freeze Ray, der macht gar keinen Schaden. Sehr schön. Jetzt gehen wir auf Recover, um zu sehen, ob er auf Freeze Ray gelockt ist. Und er ist sogar auf diese Attacke gelockt und hat somit wahrscheinlich. Ja, Mantax predicted. Applaced macht keinen Schaden. Spezieller Drop ist blöd. Wir gehen jetzt in Hidden Gen. Wir tanken eine Attacke dank der AV. So, entfernen wir sie oder gehen wir auf Eispunch? Was ist wichtiger? Ehrlich gesagt gehen wir hier auf Eispunch, können ihn fast rausnehmen, dank Fick-Fack überlebte die Attacke. So, jetzt können wir auf Drain Punch gehen und wir bekommen Recovery durch das Hitman Top. Überleben somit noch eine Attacke. So, Capoeira denke ich kann keine Eisattacke, deshalb gehen wir Apple Tune. Und lassen unseren Nocturne einfach mal nicht sterben. So, wir gehen hier auf Leech Seed, Egelsamen, Slurpuff, sehr schön, jetzt gehen wir auf Recover. Oder warte mal, wir gehen auf Applaced. Er geht in Arctozolt. Gut, dieses Mal wird auf Icicle Crash gehen und wir gehen auf Recover. Er müsste jetzt eigentlich mit Icicle Crash weniger Schaden machen, da wir physisch defensiv sind. So, wir gehen auf Applaced wieder, definitely macht keinen Schaden. Und Leute, da sieht man den Bulk von Appletune. Richtig gut ist das, Mann. Definitely tanken wir, jetzt gehen wir auf wieder auf Recover. Wisst ihr was, wir opfen jetzt Hitmonchan, gehen in Haunter und drücken jetzt einfach mal Sludge Wave. Er hat keinen Switch und wir sind schneller. Protect bringt ihm hier nichts, er hat speziellen Defense Drop, also würde es safe Sludge Wave ausreichen, aber ich denke es hätte schon vorher ausreicht. Er opfert sein Apple Tune, okay. So, wir sind schnell, es Arctozolt, können wir es besiegen. Können wir es One-Shot von dieser Rangers? Nein. Es ist ja Bulk. Schade. Jetzt gehen wir einfach mal in Perserker und drücken Eisenschädel. Er kann Eisenschädel switchen. Was ist Hitman Top? Ist das ein Switchen? Nein. Sehr schöner Chip. Wahrscheinlich physisch defensiv. Kann ich mir auf jeden Fall sehr gut vorstellen. Wir gehen jetzt in Mantax, Abdune überlebt vielleicht keine zweimal Nahkämpfe. Rest, okay. Dann gehen wir jetzt auf Tailwind. So können wir den Gegner pressuren. Dieses Mal gehen wir auf Haze. Wir gehen jetzt in Berserker. Der wird jetzt safe nicht auf Flammenwurf gehen. Aromatherapy, okay. Essenschädel. Ist das ein Support-Slurpuff? Aber ist nicht in den gleichen Aromatis? Oder ist das ein Aryu? Aromatis ist ja so ein. Ja, wenn man es sieht, muss man sofort an Rally Use denken. So. Das ist leider kein Two-Shot. Jetzt gehen wir wieder Mantax. Und ja, wir drücken Tailwind. Hitman Top könnte. Ja, wir gehen mit dem Perserker. So, Hitman Top, wollte ich sagen, kann auch die Steinkante lernen, da muss man auch aufpassen. So, jetzt gehen wir. Wisst du was? Wir gehen auf Eisenschädel. Er geht in Hitman Top. Okay, ich dachte, er bleibt vielleicht drinnen. Geht auf Schutzschild, um zu sehen, auf welche Attacke wir gelockt sind. Denn dann würde ich Double Switch forcen und Apple Tune gehen, die Ende in Capoeira geht. Das wir uns Apple Tune an hochheilen. Wir gehen dieses Mal auf Siedewasser. Ja, wir können Slurpuff verbrennen. Sehr schön.
Wir drücken Tailwind. Sehr schön, jetzt gehen wir in Raiden. Sehr schön. Und wir gehen auf Schwertanz. Eine Runde reicht, dass wir ein Pokémon besiegen mit Erdbeben. Sehr schön. Eine Nullrunde. So, was willst du rein switchen? Capoeira hat Bedrohbes. Wir sind eben dann noch auf Plus 1. Und machen guten Schaden. Ist das ein One-Shot? Fast. So, wir bleiben aber hier drin. Gehen auf Erdbeben. Vielleicht sind wir auch schneller, da wir Speed Investment haben. Wir sind sogar schneller. Das sieht man, warum man Full Speed Raiden spielt. Slurpuff. Erdbeben. Killt uns, jagt. War klar, aber jetzt können wir. Wir gehen in Berserker und drücken Iron Head und das müsste uns das Game schon geholt haben. Der Gegner gibt auch auf und Leute, ich werde den nächsten Gegner suchen. Wir haben den nächsten Gegner gefunden. Er Caradonis, Keifel, Mantox, Mr. Mime, Galar, Koffhagrid und Togedemaru. Ich kann mir vorstellen, dass Pillowswine derzeit in der Ennio sehr gut ist. Ich kann auch mit diesem Pokémon lieben, um die Hessas rauszulegen. Wir lieben einfach mal mit Nocturne. So, wir gehen auf Drain Punch. Natürlich kann ein Koffhagrid rausgehen, aber ja, so riskieren wir nicht, dass er die Hessas ohne Bestrafung rauslegen kann. So, wir wissen, dass wir Koffhagrid two-shotten können. Wir gehen jetzt in Erdbeziehung. Eine Verbrennung wäre uns hier eigentlich egal. Toxic Spikes ist das nicht so nice. Wir gehen hier jetzt auf die Igelsamen. Die nerven den Gegner auf jeden Fall. Die Toxic Spikes müssen wir auf jeden Fall jetzt entfernen. Wir gehen wieder auf Leech Seed. So können wir den Gegner nerven. Wir gehen auf Apples Acid. So, perfekt. Leech Seed, so. Wir müssen eine Attacke safer überleben. Er geht sogar in Togedemaru. Das heißt, wir gehen weiter auf die Igelsamen. Und die Igelsamen nerven ihn auf jeden Fall sehr. U-Turn macht etwas Schaden. Wir sind physisch defensiv. Haben sogar sehr viel KP. Er geht in Mantax. Wir gehen auf Recover. Ehrlich gesagt kann den Erdbeziehung schon alleine wollen, solange er nicht seinen Mr. Mime Galar rausholt. So, wir gehen weiter auf Recover. Jetzt gehen wir auf Leech Seed Predict das Mr. Mime. Okay, dann gehen wir weiter auf Recover. Wir gehen einmal auf Apple Acid. Okay, und können es anchippen. Sehr schöner Chip, muss man sagen. Und der wird es safe bleiben. Der müsste aber auch Freeze Dry drauf haben. Wir können Hitmonchan gehen, bekommen Hazard Schaden. Die Hazards nerven uns auf jeden Fall. Leider haben wir kein Defog-Pokémon. Er hat einen Geist-Pokémon, also können wir die Hazards jetzt nicht mit Turbo-Trainer entfernen. Berserker können wir auch nicht reinholen, ist langsamer. Leider hat Taunter Levitate in diesem Fall. So, Mantine können wir auch nicht reinholen. Also wir gehen jetzt in Hitmonchan, der wird safe auf eine, ja, Freeze-Ray. Nun, hoffen wir, dass der Gegner drinnen bleibt. Okay, leider nicht. Gut, dann gehen wir jetzt in Mantax. Und holen Tailwind raus, so können wir den Gegner irgendwie zumindest pressuren. Und nein, wir gehen jetzt auf Seedabath und wenn er jetzt Togedemaru reinholt, versuchen wir ihn zu burnen. Will-O-Wisp, okay. Wir gehen auf Tailwind, er geht dieses Mal in Mantax, okay. Entschuldigung für den kurzen Cut. Extrem ekelhaft derzeit. Wow. Wir gehen auf Roost einfach mal, um zu scouten, was der Gegner tun will. Er slash bringt nichts. Hat er H2 O-Observer, können wir gleich ja herausfinden, obwohl er wahrscheinlich H2 O-Observer drauf haben müsste. Warum haben wir nicht H2 O-Observer damit? Und der hat H2 O-Observer. Wir drücken einfach mal Haze. Damit. Wir gehen in Raiden, predicten Elektro-Attacke sehr schön. Nun, der muss es rauswechseln. Und wir gehen auf die Steinkante, predicten Mantax.
Pillowswein, bitte triff. Danke. Sorg. Unser Sorg-Switchen ist montags, aber wir opfern Hitmonchan. Ich glaube jetzt nicht mehr, dass wir die Hests wirklich entfernen werden. So, montags. Diesmal werden wir uns hochroosten. Okay, der ist nicht mixed, okay. Nun gehen wir in Hunter. Und drückt mal Sludge Wave. Vielleicht Spukball ist der beste Play hier. Müsste jetzt sterben, Mantax. Bekommt keinen Schaden. Okay, dank den Toxic Spikes werden wir das Game jetzt wahrscheinlich verlieren. Aber dass wir immer Corphagrus mit den Toxic Spikes treffen, ist auch ein bisschen blöd. Ja. Ja, das Game werden wir verlieren. Perserker kann uns das Game jetzt auch nicht mehr holen. Wir gehen den Perserker einfach mal und gehen aufs Roadjob. Nudler bringt uns hier gar nichts. Ach ja. Sollten ihr Gesicht auf Hitmonchan spielen, geht eigentlich gar nicht gegen AV. Könnte man spielen. Oder defensives Capoeira würde sich hier auch anbieten, aber ein Tiefvogel würde ich hier auch gerne spielen. Throwjob, dieses Pokémon können wir jetzt two-shotten, gute Prediction. Aber was hätten wir sonst drücken sollen, ehrlich gesagt? Berserker! Warum? Natürlich flinchte uns auch noch. Ja, jawohl, es bekommt einen Max Roll. Oder egal, hätte ich es sowieso ausgerechnet. So. Aber wir probieren es jetzt nochmal mit unserem Haunter zu gewinnen. Der ist sogar schneller. Scarf Nebulak ist langsam, oder was? Und 3 Base-Punkte, okay. 3 Punkte. So, Stone Age. Der muss hier rauswechseln, Mantax. Ach, wir könnten sowieso das nächste Game schon suchen. So, Mantax, Stone Age. Wir können Mantax wenigstens besiegen. Sorg. So, EQ. Und das Game haben wir hier somit verloren. Der hat sogar Ice Punch. Jakob Fagris ist ein Problem. Diesen Teamhund, ja, das Pokémon ist eines der besten Menü derzeit, also ich verstehe es. Warum ist man ganz derzeit so der nächste Gegner? Ferocity, Garbodor, Mantax, Lurpuff, Corphagrus, Hitmonchan. Also Leute, statt Haunter irgendeinen anderen Poison-Type reintun, welche gäbe es hier? Poison-Type Silvelli. Oder einen speziellen Poison-Type. Ja, oder doch nicht. Scarf Roselia oder Scarf Toxic Quark. Also ich denke, man braucht auf jeden Fall ein Pokémon, was schwebt und was nicht von den Toxic Spikes getroffen werden kann, liefern kann, oder ein Gift-Pokémon. So, wir leaden mit Perserker. Die Gegner leaden mit Ferocity, wir gehen gleich auf Nahkampf. Nahkampf wird auch sogar von Tough Claws geboostet. Garbodor bekommt sogar etwas Chip, wie man hier sieht. Nun gehen wir in Raiden. Toxic Spikes nerven extrem. So. Holen wir die Hessels raus. Hitmonchan kommt rein. Ja. Wir gehen jetzt in Mantax oder. Warte mal. Der wird jetzt auf Rapid Swing gehen. Oder auf Close Combat. Brutal Swing. Ach. Wir gehen in Mantrix, das war ein dummer Play, muss ich sagen. Aber ich wollte einfach mal cool gerade wirken, in Anführungszeichen cool. So. Scald, Slurpuff, Burn. Sehr schön, wir gehen auf Haze. Bisschen schneller. Ein Wish. Come on. So, Hitmonchan. So, wir wechseln raus. Predicten Corphagrus, tricken es. Hitmontop tricken wir. Wir bekommen die Heavy Duty Boots. Okay, jetzt gehen wir Mantax wieder, Brutal Swing, wir können in Nocturne reingehen, wir gehen auf Pharaoh und wir gehen auf Rapid Spin. Wir bleiben einfach mal einmal safe, obwohl hier safe in Corphagrus rauswechseln kann. Er geht auf Schutzschild, okay. Ja. Also, das Team hat auf jeden Fall etwas gegen die Toxic Spikes.
So, wir holen hier jetzt mal Appletons so einfach mal rein. Das ist einmal von der Lage. Einmal von der Lage. Ja, wisst schon was. So, Hitmonchan. Jetzt gehen wir in Appletune. Corphagrius. Jetzt kann rauswachsen Ferroseed. Jetzt versuchen wir dieses Monster zu tricken. So, der wird jetzt rauswachsen. Wir gehen einfach mal auf Spukball. Die wilden Evoliten behalten. Ein Pokémon können wir anchippen. Das ist gar kein Schaden. Das ist ja ekelhaft, ehrlich gesagt. So, Perserker. Der kann jetzt. Warte mal. Mantax? So, Play Rough. Macht keinen Schaden. Throw Chop. Warte mal. So. Beginn of Iron Head. Wir versuchen ihn mal zu flinchen. Flinch. Ja, es ist schon verzweifelt. So. Wir sind schneller als Mantax um ein paar Base-Punkte. Oder auch nicht, weil er Full. Weil er ein paar Speed-Punkte auf diesen Mon spielt. Ferroseed plus Toxic Spikes ist unser Untergang. Also, warte mal, wir sollten. Wir haben Donnerblitz drauf, warum habe ich noch nicht Donnerblitz gespammt? So, Sludge Wave, wir sind schneller, können ihn leider nicht rausnehmen. Die Poison bekommen wir auch nicht. So, Mantax. Scald. Ja, Toxic Spikes. Also, wie gesagt, man sollte statt Horns einen anderen Poison Tap spielen. Toxic Crow kann ich euch hier empfehlen. Aber wie gesagt, ich wollte mal Alpolo ausprobieren und ich habe jetzt nicht so viele Ennio Match gespielt. Vielleicht auch Scarf. Dry Skin, so können wir Mantax wollen. Kann der Thunder Punch. Dann würde ich ehrlich gesagt. Welche Dark Moves kannst du? Physische Dark Moves. So. Dark. Payback? Nein, Sucker. Throw Chop. Close Combat. Oder kann ich nicht Close Combat? So. Welche. Ja. Cross Chop. Auf jeden Fall, wenn ihr Scarf, Toxic Rock spielt, Thunder Punch für Mantax, Throw Chop. Für das Corphagrius. Und das ist auf jeden Fall ein GG. Da steht fest. Das. Ja. Man hat aber im ersten Kampf gesehen, wie gut das Team funktionieren könnte. Oder besser gesagt, wie gut Appletune, defensives Appletune funktionieren kann. Und ehrlich gesagt, ich habe das erste Mal jetzt Perserker ausprobiert. Und ich muss sagen, ich bin überzeugt von diesem Pokémon. Im Trick Room, Tough Gloss, Choice Man. Ja, kann ich mir auf jeden Fall sehr gut vorstellen. Kill uns bitte. Auf jeden Fall, Leute. Zögert bitte nicht raus, danke. Ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Bis dann.